Und willkommen zurück zur der vierten Folge von Portal 2, die Flucht. Jetzt muss es sein, hat er einen Titel. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir immer so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? So, danke fürs Licht hier. Mensch, halt die Dunkel los, sonst. Ganz schön dunkel hier, was? Ja. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Die Flucht. Das wird. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Autorisiertes Arsenal. Factory. Factory. Yes. Genau. Das ist schön. Das ist schön. Wie typisch. Na, Flasche ist leer. Nichts zu trinken, Nino. Wir haben 3:50. Wir haben noch eine Aufnahmesession, okay? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich es selber, dass ich das in einer vollen das hier mache. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Dahin. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Bad. Wo ist denn unser Trader eigentlich? Jetzt hat der aber da nichts, der das in der Seite gemacht hat. Ist das richtig? Da unten ist ein Weg. Da ist eine Sackgasse. Wie
denn als solche Wörter? Antwort. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Hallo. Antwort. Hallo. Vorlage. Hallo. Antwort. Hallo. Oh nein, ich muss nicht abfangen. Antwort. Weil wir wissen ja, dass ich meine Schöne im Schirm dran. Ich hab's. Hab's Vorlage. Ja, aber den Brown Dwarf tot. Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Ich seh dich, was ist los? Ich eröffne mein Tatter Feuer. Vorlage. Antwort. Fett also. Vorlage. Oh, klasse, Antwort. Du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Sind was da? Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder? Was hast du da? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von Weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. So. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ich will auch die Schiene haben, ey. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Okay, hier lang. Ich bin gerade mal was überlegen, wie lange das noch stehen könnte. Wir sind jetzt hier, wie wir schon das sehen. Das hab ich nur 5. 10 gibt es. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig! Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ah, geht hier. Öffne die Türe. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen über den Spülschmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real genug. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Gut. Nein, nicht! Wer weiß, was die Kasse... Oh, die Tür ist offen.
Gut gemacht. Oh. Was? Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Los. So, jetzt die Zyklades, oder wie? Nein. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ich könnte mal gerne sehen, wie der Mensch hier durch aussieht. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. So, ach ja, ist in die falsche Richtung ein Team. Oh. Wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das war wirklich reizend, aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Oh, ich brenne! Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Nicht schon wieder. Aufgepasst, Auf in den Kampf. War auch gar nicht gut. Oh, du warst beschäftigt. Tja. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an. Schließ diesen kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Oh doch, schließ den kleinen Blödmann an. Wag nicht, ihn anzuschließen. Los, schließ mich an! Tu es nicht. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern.
Bereit für den Transfervorgang? Jawohl! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh, ja. Nein! Pad entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Außer ein Pad-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pad-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drücken! Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast viel wichtiger. Nimm einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich... Hat gelöst. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird... Ah! Hände weg von mir. Nein, stopp! Nein! Wie geht das an? Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage! Papa! Schau dir das an! Nicht schlecht, was? Riesiger Roboter! Gewaltig! Bin ich nicht furchteinflößend? Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und Mann, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Hirn festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Nein, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf! Ja, du! Du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Könnte ein Schwachkopf das? Oh nein. Aber was als nächstes passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss.